Die Bachelor- und Masterstudierenden am Umweltcampus Birkenfeld werden frühzeitig in laufende Forschungsaktivitäten an den Instituten und mit Partnern aus der Industrie eingebunden. Dabei nutzen wir den Umweltcampus als Reallabor in den Forschungsbereichen Energietechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Informatik. Zudem besteht bereits ab dem Bachelorstudium ein direkter Zugang zu den Professorinnen und Professoren. Damit hebt sich der Umweltcampus von anderen Hochschulen ab, bei denen Studierende häufig erst zum Ende ihres Masterstudiums mit Professorinnen und Professoren Forschungsfragen bearbeiten. Die Bachelor- und Masterstudiengänge weisen einen starken Praxisbezug durch Projektarbeiten und anwendungsorientierte Abschlussarbeiten an den Instituten des Campus auf. Am Umweltcampus wird das Konzept Campus as a Lab gelebt. Dies bedeutet, dass die Einrichtungen des Campus aktiv für Forschungsprojekte und Lehrveranstaltungen genutzt werden. Hierzu gehören im Zuge des Null-Emissions-Campus die Nutzung der Photovoltaikanlage auf den Dächern der Gebäude, die Solarthermie für die Trinkwarmwasserbereitung, eine intelligente Gebäudesteuerung zur Reduktion des Energiebedarfs, den Einsatz eines Null-Energie-Gebäudes, die Solarcarports mit einem Batteriespeicher im Zuge der Mobilitätswende und das Biomasseheizkraftwerk zur emissionsfreien Nahwärmeversorgung des Campus. Die Forschungsprojekte am Umweltcampus haben einen anwendungsorientierten Ansatz und bearbeiten die aktuellen Fragestellungen unserer Zeit. Wir bearbeiten Themen aus den Forschungsbereichen der Digitalisierung, der umweltgerechten Fertigungsverfahren und der Energiesystemtechnik. Hierzu zählen insbesondere Projekte zu Wasserstoff- und Brennstoffzellen, zur generativen Fertigung, zu Umweltinformatik und künstlicher Intelligenz, zur Energiesystemmodellierung und einem Makerspace. Die Einnahmen aus Forschungsdrittmitteln betragen im Umweltcampus rund 10 Millionen Euro. Damit gehört der Umweltcampus zu den forschungsstärksten Fachhochschulstandorten im Land.